Hallo Bienenfreunde, ich bin hier am Volk 14, ein Problemvolk, gebe ich zu. Und ich denke auch, das wird jetzt dann irgendwann nächste Zeit mal umgeweiselt. Ich habe die, wer meine Videos verfolgt hat zu dem Volk 14, gibt ja auch eine Playlist darüber, kann man sich gerne alles nochmal reinziehen, den ganzen Entwicklungsprozess. Manchmal denkt man ja, man müsste den Bienen doch ein bisschen mehr zukommen lassen, sie ein bisschen mehr päppeln. Okay, man muss auch dazu sagen, verschärfend kommt hinzu, dass dieses Jahr die Tracht immer noch auf sich warten lässt. Wir haben jetzt schon bald schon Mitte Juni und haben immer noch keine Tracht. Also von dem her ist es auch der Situation geschuldet. Aber trotzdem, sie haben sich parallel dazu zu anderen Völkern deutlich schlechter entwickelt. Da ist eine blaue Königin drin. Die ist jetzt immer noch auf zwei Zargen. Ich habe eine dritte Zarge obendrauf, rein als Adapterzarge. Das Volk steht auch auf der Waage auf meiner Seite bienenfarmer.de. Wenn ihr auf der Startseite ganz runter scrollt, dann seht ihr auch Bärlauch 14. Das ist dieses Volk, die Entwicklung von diesem Volk. Aber geht halt nichts. Läuft nichts. Aber wie gesagt, das ist halt auch trachtmäßig. Nur das Brutnest, das könnte natürlich schon deutlich besser entwickelt worden sein, so wie bei den anderen Völkern. Ist aber nicht. Also war bisher nicht. Ich war das letzte Mal drin. Na, das ist jetzt auch schon wieder eine sehr lange Zeit her. Das sind 3 Wochen, war ich das letzte Mal drin. Aber Schwarmkontrolle ist bei einem Volk, was noch gar nicht so weit ist, was noch gar nicht erwachsen ist. Blödsinn. Aber vielleicht sind sie jetzt besser. Deswegen denke ich, schauen wir doch mal rein. Die Adapterzarge, da hatte ich Futter aufgelegt. Das Futter ist komplett leer. Also das haben sie gebraucht auf jeden Fall. Dann sagen wir mal guten Tag. Den können wir jetzt runternehmen. Ja, mal schauen, wie es aussieht von der Versorgung. So, kommt raus, jede Biene zählt. Los, alle raus. Na komm, hier geht's raus. Da kann man jede einzelne Biene drum bitten, dass sie doch endlich rausgeht. So, jetzt. Da muss ich erst schauen, ob die noch überhaupt genug Futter drin haben. Oh nee, das fühlt sich zu leicht an. Das geht nicht. Drohnenraum ist natürlich nicht angepackt. Habe ich auch gar nicht anders erwartet. Ja, eben. Was ich aber auf jeden Fall sehen will, das sind Stifte oder jüngste Brut. Sonst bin ich da nicht mit dabei. Ah, da ist ein Brutfeld. Das gefällt mir. Und in der Peripherie jüngste Brut. Jawohl. Sie scheint es irgendwie zu packen, aber hier muss Futter ran. Ja, jo, das Brutnest ist doch ganz schön. Bis außen hin nur ein ganz kleines bisschen offenes Futter in den Ecken. Hier muss Futter rein, auf jeden Fall. Die kriegen einfach nicht genug bei. Na komm. Ja, da ist sie ja. Da ist die blaue Madame. Also ich wollte an sich jetzt eine Entscheidung treffen, aber das mit Umweiseln etc. Aber ja, okay. Sie entwickelt sich jetzt gerade.
Gut, ich habe genug gesehen. Mehr brauche ich jetzt nicht. Reicht mir. Größer, hier. Eine weitere Zarge ist Blödsinn. Die haben hier noch Platz. Mal sehen, wie viel. Da ist auch leer. Also die haben hier drei Rähmchen Platz. Hier drüben zwei Rähmchen und Zitronenwabe. Unten mit Sicherheit auch noch ein bisschen Platz, gehe ich davon aus auf jeden Fall. Aber hier muss Futter ran. Ich habe hier noch ein Futterpaket, was ich von einem anderen Volk hatte und weil die es nicht mehr gebraucht haben, dann habe ich es eingeschweißt. Das ist jetzt die richtige Gelegenheit für das Volk hier. Ne? Komm. Da kommt wieder mein Futterring rein. Ach so. Und geht mal runter. Ja. Ganz schön runter gehen. So, und hier die Öffnung. So ist gut. Ja, Freunde, da kann man mal sehen. Wir haben bald Mitte Juni. Und die brauchen Futter. Die würden das nicht schaffen ohne Futter. Brut ist zu viel. Das, was sie an Futter drin haben, ist zu wenig. Verdeckelt ist so gut wie gar keins mehr. Alles nur offenes Futter. Das heißt also, die sind in Not. Wenn die nichts kriegen, sind sie tot. Oh, das reimt sich. Ja, ist so. So, aber diese Adapterzarge, die ich drauf hatte, ist nicht mehr notwendig. Das war vorher, als das Volk auf dem Doppelburg war, dass das andere Volk, das Dreizager, mit dem hier Gleichstand hatte, mit der Abdeckung. Deswegen hatte ich die Adapterzarge drauf gemacht. Jetzt steht jedes Volk hier einzeln auf der Waage, sonst geht es gar nicht, sonst gibt es Missweisungen oder Missmessungen. Und deswegen kann ich die jetzt auch hier weglassen. Da wird man auch heute Abend dann oder gleich nachher bei mir auf der Seite, was die Waage angeht, eine deutliche Reduktion des Gewichts feststellen können. Aber das ist okay, ist in Ordnung. Ich habe ein reines Zargengewicht von 17 Kilo, dann haben wir 2 Kilo, ja, 1 Kilo Wachs, 2 Kilo Pollen, 2 Kilo Bienen, okay, 2 Kilo, oh, ich rechne mal 2 Kilo. Und 2 Kilo Pollen, das haben wir auf jeden Fall, das sind 7 Kilo, dann haben wir 20, und das ist die ganze Kiste wiegt, mal schauen. Etwa 32 Kilo. Ja, nee, 30. Wisst ihr was? Ich mache das schnell mit der Kofferwaage aus. Dann haben wir es ganz genau. Habe ich das halt. Ah, müsste ich doch eigentlich auf der App haben, wenn das jetzt schon rübergegeben ist. Dann müsste es auf der App drauf sein. Muss aber zeigen, dass es korrekt läuft. Den Deckel drauf machen. Und den Stein. Ah, so schnell ist die App nicht. Die wiegt. Die gibt Messdaten alle Stunde durch. Das wäre jetzt wirklich zu schnell. Das wäre jetzt zu schnell. Ja, mal sehen, was sie denn anzeigt. Oh, hat schon reagiert. Aber wohl nicht die korrekten Daten. Noch nicht die korrekten Daten. Das zeigt mir jetzt
19,4 Kilo an. Da war Deckel, Stein und so weiter noch nicht drauf. Das ist natürlich der falsche Wert. Mal schauen. Vor 6 Minuten wurden die Daten geupdatet. Da war noch nicht alles drauf, also unkorrekt. 35 Kilo haben die heute Morgen um 7 gewogen. Und jetzt ist es halt ein bisschen different. Ja, die ist runter. 2,5 Kilo Pack ist drauf, also sind 3-4 Kilo weniger. Das sein müsste, müsste also schätzungsweise um die 30 Kilo sein. Glaube ich. Aber sehe ich dann, wenn ich in einer Stunde auf die Waage schaue, wenn ich in einer Stunde die Waage kontrolliere. Und die nebenan hier haben 43 Kilo. Das ist normal, das ist der Standard im Augenblick. Das sind etwa 10 Kilo Honig ist hier drin. Okay, aber wollen wir hier mal enden damit, weil hier ging es jetzt um das Volk 14. Volk 14 scheint sich zu erholen, scheint zu kommen, was nach der Brut aussieht. Ich werde sehen, was jetzt passiert. Und dann darf sie bleiben. Sonst gibt es einen Daumen. Vielleicht sehen wir uns auch beim nächsten Bienenvideo.